Der Cayman hat einmal einen Hit mit «Rhythm of the Night». Er war ein Schweizer Künstler, auch schon mal hier in der Jukebox. Er hat eine neue Single draussen, «5000 Miles Away» heisst die Geschichte. Ein wunderschöner Song. Und wir haben gefunden, was machen wir mit dem Cayman. Weil er spielt Jaco, dieser Cayman. Und ich weiss, dass der Adi Wichser von Kloten und der Patrick de la Rosa in der Fangunst der jungen Dame auch sehr hoch steht. Und darum haben wir gefunden, okay, wir machen den Jukebox ZSC Kloten Cayman Match. Und was dabei rausgekommen ist, seht ihr jetzt. Zehntausende von Frauen wünschen sich das, was wir jetzt sehen, exklusiv bei Tele Zürich in der Jukebox. Der Cayman zieht sich aus. Du bist ein heimlicher Chippendale, gibst du? Ich muss ehrlich zugeben, ich bin da krampfhaft am Probieren, eine Hockey-Ausrüstung anzulegen und ich weiss nicht mal, wo anfangen. Jetzt sind wir in einer Musiksendung und bevor wir aufs Eis gehen, ich meine, dein Ziel ist es ja, den Cayman zu schlagen. Was leistest du oder schlägst du einmal in einen CD-Player rein, wenn du daheim bist und dich solltest motivieren für den nächsten Match? Ja, Cayman, was denn sonst? wir sind zusammen im Team, also wir müssen noch nicht schlagen. Nein, also ich lasse wirklich auch jemanden daheim. Cayman ist also wirklich toll, was er macht. Ich würde sagen, man hat eindeutig gesehen, dass ich mit Abstand die beste Stocktechnik kann. Ich habe eine sehr gute Figur gemacht. Richtig, die beste Stocktechnik. Dein Stock ist am meisten auf Minsk gelegt. Das ist richtig. Jetzt hat es eine Schlägerei gegeben und das ist, das ist ein schwerwiegender Punkt in diesem Match. Das ist ganz klar, ist die Schuld? Das war ganz klar eine Provokation, Patrick de la Rosa, ZSC. Es ist. Was möchtest du dazu sagen? Ja, das war ein ganz klarer Cayman. Oder? Also, das war total eine unfaire Attacke von ihm, oder? Mhm. Cross-Check von hinten, 2 Minuten. Ja, das ist ganz klar. Ich würde sagen, wie wäre es, wenn ihr Background übernehmen würdet, wenn der Cayman uns jetzt unplugged etwas singen? Ja, das habe ich schon mal gesagt. Ich habe da ein geniales Lied, wo ich gesagt habe, das könnten wir im Duett singen. Aber ich war nicht so begeistert. Nein, das ist nicht kamerareif. Zufälligerweise habe ich gerade die neue CD vom Cayman da zur Hand. Sie heisst 5000 Miles Away. Um was geht es im Song wirklich? Nein, es geht wirklich um zwei Menschen, die sich sehr gerne haben und die sehr weit auseinander leben und sich darum eigentlich nicht sehen können, Beziehung fast unmöglich ist. Und die Schmerzen, die man in so einer Situation hat, das ist das Thema von dem Song. Ist das autobiografisch? Wie heisst sie? Wo hat sie gelebt? Wie lange ist es gegangen? Ich habe mir immer geschworen, dass ich in einem Interview nie sage, es ist zu private, weil es nervt mich immer, wenn das irgendwelche Leute sagen. Eben, das aber ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. 5000 miles away, I found a woman. Du, jetzt muss ich aber schnell fragen, wer ist eigentlich die attraktive Dame da? Ebenfalls mit dem asiatischen Touch, das könnte etwa 5000 Meilen entfernt sein. Ist es, bist es du? Vielleicht ist es sie. Ich verrate nicht. Du könntest es also sein in dem Fall. Who knows?
Yeah. Who knows? Okay, ich weiss, wir dürfen da nicht mehr weiter rumstochen, oder? Das komme ich noch. Komm ich noch. Problem über. Aber du kannst es gleich sagen, oder sie kann sagen, wieso bist du da heute? Ich bin eine Kollegin von Pascal, also vom Cayman, und ich bin einfach mitgekommen, um zu schauen, wie das so läuft. Yeah. Und sie ist ja die am meisten CDs bis jetzt gepostet hat vom Cayman. Haben wir gerade 10 aufs Mal. Finde ich wirklich super. So Kollegen muss man die Heime haben. Yeah. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal unter die Dusche und singen eins miteinander. Dranbleiben. When it feels like the world is on your shoulders and I love the madness. It's got you going crazy. It's time to get out. Step out into the street where all of the action is right there, ready for feet. Well, you can leave them all behind. You need the rhythm of the night. Alright, folks, kids, meine Damen und Herren, das ist jetzt der grosse Moment vom heutigen Tag. Nach dem anstrengenden und oberspannenden Hockeyspiel ist jetzt eine Weltpremiere an der Reihe. Eine neue Boygroup, De La Rosa, Wichser und Lead Voices, Mr. Cayman. Und die Zuschauer sind die, die nachher entscheiden, ob die Boygroup weiterhin bestehen oder nicht. Leute sagen raus. Und ich würde sagen, an der Gitarre müssen wir ganz klar auch noch featuring Martin Gisler an der Gitarre. Und das Lied heißt 5000 Miles Away. I was far away from home and I didn't expect anything special to happen. Getting used to being alone, I kinda gave up on the dream of finding the right one. Alright, some say love comes when you least expect it, and that's how it was in my case. Everybody, 5,000 miles away I found the woman of my life. It's a place where I can't stay. It's a love that can't survive. On the other side of the sea I found the other half of me. Tell me, God, is this love not meant to be? Second verse. You're like medicine to me. Remember when I was sick, you healed me, yeah, just by holding me close. Home again, I feel like a foreigner, but I gotta do my thing here, and you gotta do your thing there. Right. 5,000 miles away, found the woman of my life. Whoops. It's a place where I can't stay. It's a love that can't survive. On the other side of the sea I found the other half of me. Tell me, God, is this love not meant to be? Yeah! 5000 Miles Away heisst also die aktuelle Single von Cayman und am Telefon ist Ramona. Ja, hallo Christian. Wäre das eine Boygroup? Ja, wenn der Background vielleicht noch ein bisschen mehr singen würde. Also vor allem der Adi Wichser oder der Patrick De La Rosa? Ja, beide. Beide? Ja. Und wer ist jetzt der heisseste Guy von dieser Gruppe? Der Gitarrist. Ist gut, also wir können es weiter ausrichten. Bestens, du kannst gewinnen und zwar folgendes.